Servus zusammen, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal, wie ihr sehen könnt, mal ein bisschen was anderes. Ich habe ja schon mal vor ein paar Monaten, Wochen was gesagt zu Showdown und dergleichen und als ich mich da ein bisschen über Ingame und so ausgelassen habe. Ich habe dann in der Showdown-Liga mitgemacht. Die Liga ist jetzt vorbei und ich habe ja immer gesagt, dass ich eigentlich das nicht aufnehmen werde. Habe mich jetzt aber dann mal für was anderes entschieden, weil ich die Liga, weil die mir Spaß gemacht hat. Und da es ja Replays gibt, habe ich jetzt quasi mir gedacht, ich mache jetzt die ganzen Spieltage einmal als Replay schnell durch, dass ihr über mein Team was erfahrt. Also hier gibt es jetzt quasi die ganze Liga in einem Video. Ich hoffe, dass es nicht allzu lang dauert. Die Kämpfe sind da schon eine Weile her. Ihr könnt hier sehen, uploaded 14. Juli. Also, ich versuche mich da dann nochmal ein bisschen reinzufinden. Möchte euch da einfach noch dann was dazu sagen und dann hoffe ich, dass wir in einer halben, aber eher einer Dreiviertelstunde dann mit durch sind. Ja, im Fall irgendwas Ungewohntes mit Audio oder sowas. Ich habe jetzt hier mein eigenes kleines Reich aufgebaut. Das heißt, wenn irgendwas zu laut ist, zu leise, meine Stimme sich komisch anhört, schreibt es bitte in die Kommentare. Dann kann ich da wegen Akustik und sowas und Setup nochmal was machen. Deshalb bietet sich das Video auch an. Und genau deshalb würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mit Spieltag 1. Das ist war gegen Sana und Leo, dem Team Knuddelparty. Ich habe mich hier für mein Kyurem Boreos, ich wollte mir so einen kleinen Regencore draften, das hat leider nicht ganz funktioniert, weil Gabbro und Shaxx sich auch Regen gedraftet haben. Das heißt, ich habe leider deshalb Zapdos nicht bekommen, habe mich dann halt ein bisschen anders umentschieden, habe mir dann Boreos I mal geholt, weil ich den auch mal spielen wollte. Und dann Spieltag 1 habe ich mich dann auf, ja, die Sets sieht man hier jetzt leider nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich mit dem Chat und alles kann ich nicht. Ist ja auch egal. Ich komme da schon noch dahinter. Ich habe auf jeden Fall Boots Boreos gespielt, Bandit Caustorso. Ich glaube, Rebutag war Life Orb oder Mystic Water. Pixie weiß ich gar nicht mehr genau. Palossand war, glaube ich, mit einer Beere oder sowas und Kyurem war Ybelt oder dergleichen. Also ist ja auch wurscht. Ich habe die Musik an, dass es nicht ganz so ruhig ist und deshalb gehen wir mal rein. Wir sehen hier zwei Darkmoons, Feld, also mit Lucha und dergleichen. Ich habe Unaware Pixie gespielt deshalb. Und deshalb gucken wir mal rein. Ich habe mich für ein Palossand-Lead entschieden und da kam dann Starmie. Dann bin ich natürlich direkt in Clefable raus. Habe nicht ganz aufgepasst und deshalb nicht mitbekommen, dass es Zoroark war. Und war dann quasi ziemlich verwirrt, dass hier Starmie auf Starmie wechselt. Genau, ich hatte Anti-Giftbeere und habe dann hier gepennt, um Zoroark rauszunehmen. Das ist mir dann danach aufgefallen. Und habe dann mit Kyurem direkt eine Earth Power gedroppt, weil mir eigentlich klar war, dass hier Fuego reinkommen muss. Dann wurde gedoubled. Ich habe den Spin verhindert. Und konnte Fuego dann quasi mit Earth Power rausnehmen. Dann kam direkt der Double auf Lucha, der mich dann mit einem Iron Head rausgenommen hat. Und dann war natürlich mein Check weg. Und dann wusste ich, ich muss jetzt was machen und bin für Tailwind gegangen. Bin dann direkt mit U-Turn raus und habe Krebutak reingeworfen. Hier haben sie gut predicted mit einem Dazzling Gleam. Ich war mir sicher, dass die Psycho-Attacke kommt. Konnte dann aber mit einem Knock und Life Orb in Grabhammer im Tailwind Lucha ausschalten. Hab dafür meinen Krebutak geopfert. Dann kam Coco und ich hatte Kyurem und hier haben sie sich stark gepreppt mit Scarf Coco. Ich habe glaube sogar Scarf Kyurem. Ja genau, ich war Scarf Kyurem.
Dann haben sie Palossand gecrittet, das hat aber nicht gemattert. Ich konnte einfach Scorching Sands drücken for free. Hab dann Starmie burnen können, ab da war dann auch erkennbar, was Zoroark und was Starmie war. Dann konnte ich wieder mein Tailwind. Da haben sie Zoroark als Coco getarnt und dann habe ich mein Bandit Costurso reingeschickt. Und habe dann, weil sie keinen Geist hatten und Wegro und so weg war, konnte ich einfach Bandit Bodyslam durchspammen. Und habe dann quasi im 0, nichts, bis auf das Coco reinkam. Und Costurso getankt hat, was glaube ich keine Roll war, konnte hier Costurso quasi 4 oder 5 Kills holen. Hier haben sie dann geschrieben. Hier können wir dann nochmal ihr Team anschauen. Genau, Scarf Coco haben wir da gesehen. Ein Fistef Incineroar sogar und Spätstef Starmie. Das heißt, ich habe hier eigentlich nicht fehlerfrei gespielt, habe dann aber durch das, dass ich Beware in Position bringen konnte, dann mit 5 Kills, glaube ich, 5 hat er gehabt. Ne, 4. 4 Kills. Dann das Game cleanen und meinen ersten Kampf 3-0 gewinnen. So, dann ging es ran, Spieltag 2 gegen den Hammerbruder. Da habe ich mich dann zum ersten Mal, glaube ich, entschieden, Regentanz zu spielen. Er hat hier Alola Vulnona und mit Vale natürlich sehr guter Support für sowas wie Gala Zapdos oder auch für Necrozma, der sich setupen will. Also da musste ich extrem aufpassen. Hatte für Gala Zapdos einen Eipfelbären Xerox dabei. Habe natürlich wieder überhaupt nicht an den Feuerfeger gedacht. Aber ob das ganze Set funktioniert, sehen wir dann gleich. Costurso war hier auch nochmal dabei. Hier war auch wieder Unaware Pixie für Necrozma. Aber jetzt gehen wir einfach rein und schauen, wie dann der zweite Spieltag lief. Auch wieder mit Pixie geleadet. Da kam direkt der Whale. Ich wollte die Rocks haben, weil die gegen sein Team extrem gut sind. Dann kriegt er natürlich immer Magnetzone rein. Magnetzone hat mir extrem Probleme gemacht. Deshalb habe ich AV Costurso gespielt. Bin hier mit einem Drain Punch reingegangen, weil ich eigentlich dachte, er geht auf den EQ eher in Galar Zapdos. Teleportet hier dann wieder auf Magnetzone. Macht er natürlich gut, wenn Pixie drin ist. Ich bin dann wieder in Beware raus. Er hat die Flash Cannon gedrückt und ab da war mir klar, dass er Specs sein muss. Dann hat er diesmal das EQ predicted. Und dann kam mein Xerox Set. Oder sollte zum Einsatz kommen. Er ist rausge-U-turned. Arcani, ich muss dann natürlich sofort wieder raus. Bin wieder in Pixie rein. Den Flammenwurf haben wir gefrühstückt. Dann hat sich der Veil aufgelöst, dann kam Vulnona wieder rein. Ich bin dann in Kyurem raus. Darauf ist er in Arcani, habe ich das predicted? Ich habe es nicht predicted, weil ich glaube ich auch nicht gechoiced war. Oder doch, ich war wieder gechoiced. Ich war glaube wieder Scarf Kyurem. Dann wieder Pixie reingeholt. Er teleportet dann tatsächlich vor mir raus, weil er natürlich mehr Speed hat. Und ich habe dann natürlich wieder mit Kyurem Druck machen können, dann muss der wieder raus. Ich glaube, diesmal habe ich es predicted, genau, habe Earth Power gedrückt, sein Arcani hart getroffen. Bin dann aber gedoubled. So, und hier habe ich gedacht, er muss doch rausgehen. Und habe deshalb U-Turn gedrückt. Und er ist einfach drin geblieben. Das heißt, ich hätte Alola Vulnona mit dem Bullet Punch rausgekriegt. Dann habe ich hier alles weggedefogt erstmal. Auf Magnetzone bin ich dann mal wieder in Beware. Da hat er mit einem V-Switch mir dann hart zugesetzt. Und hier habe ich dann Beware auch nicht sterben lassen, weil ich verwunderlicherweise schneller war. Hab dann natürlich gegen Alola Vulnona gesackt und bin dann wieder in Kyurem.
Und dann habe ich wieder eine Earth Power gedroppt, habe gecrittet. Das hat nicht gemattert, habe ich nachgekalkt. Darauf kriegt er natürlich Galahad-Zapdos rein. So, und jetzt sollte mein Set, Apfelbeeren, Doppelflügel-Set kommen, aber er hat mich einfach weggecrittet. Das heißt, das Ganze hat nicht funktioniert. Da hat er hier gut den Ice Beam predicted mit Magnesone. Ich habe dann aber erkalkt, dass ein zweiter Ice Beam killt. Und konnte so dann Magnezone rausnehmen. Hier habe ich natürlich glücklicherweise gecrittet. Aber der hat, glaube ich, auch nicht gemattert, weil es immer ein Two-Shot gewesen wäre. Ja, und dann bin ich hier mit Ice Beam Curem durchgegangen, weil er da dann keinen Switch hin mehr rein hatte. Serena hat noch getankt, mir dann meinen Scarf abgeschlagen. Das hat aber nichts daran geändert, dass ich dann 4 zu 0 aus dem Kampf rausgegangen bin. Ja, zweimal gecrittet. Die haben aber nicht gemattert. Das habe ich gekalkt. Ich meine auch, dass ich das noch im Kopf habe. Und konnte dann wieder, trotzdem, dass es einige Probleme hatte, wieder erfolgreich mit 4 zu 0 aus dem Kampf rausgehen. Dann haben wir Spieltag 3 gegen meinen Bruder, gegen Pokecap. Switch Sides. So. Mit seinem Sandcore mal wieder. Ich hatte hier tatsächlich einige Probleme. Er hat natürlich aber noch mehr Probleme gegen Kyurem. Ihr seht schon, sobald Kobalium weg ist, drücke ich einfach Freeze 3 und kann gewinnen. Ich glaube, ich habe auch ein Spec-Set gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ihr werdet sehen, dass ich einen anderen Matchwinner habe. Zum ersten Mal ist hier nämlich Amoongus mit dabei. Den habe ich mir nämlich auch noch gepickt. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze hier so gestartet ist gegen den Guten. Er hat direkt mit Koba geleadet. Da hatte ich mit Palossand natürlich dann Free Rocks. Er kriegt mein Rocky Helmet Damage, geht natürlich in Krug. Ich wollte getoxikt haben des Tornades, weil ich muss nicht raus. So, er hat mir hier nichts abgenockt, weil ich sehr Angst hatte vor Silvaro. Hier haben wir dann gesehen, dass ich... Er hat die Spore praktisch predicted. Da hat er meinen Palossand zugesetzt. Ich habe mich entsprechend hochgeheilt. Er kriegt immer mehr Rocky Helmet Damage. Er trägt keine Boots. Das heißt, sein Tornadus kommt schlecht in Rocks rein. Hier hat er, glaube ich, Boreos predicted. Hat deshalb Stone Edge gedrückt. Aber ich muss ja nicht raus. In was soll ich denn auch gehen? So, hier bin ich dann in Pixie. Warum, weiß ich gar nicht mehr. Er ist sogar schneller. Ich habe geteleportet. Ah, genau, ich wollte Krebutak reinbekommen. Habe deshalb meinen Pixie fast geopfert. Den Grabhammer trifft sein König Artus sehr hart. Aber hier gehe ich einfach wieder in Amoongus raus. Der frühstückt wieder alles. Er kann rocken. Ich kann wieder spawnen, weil Boreos ja aufgewacht ist. Und darauf kriege ich natürlich Kyurem rein und konnte mich direkt in Freeze Dry locken. Hier bin ich dann nochmal raus, weil der nicht killt, wenn er... Das macht er hier ganz stark. Hier prediktet er ganz stark mit der Psychic. Und dann hat er nochmal Krebutak mit einem Moonblast predicted. Also hier hat er mich echt... gelesen, hat er auch schon geschrieben. Ihr könnt es ja lesen, dass er sich da richtig gefreut hat, wieder zurückzukommen. Aber ich bin dann natürlich durch das, dass ich das Hutsasa hier unfassbar viel Work macht und ich Palossand noch habe, kann er mir mit Lecky tatsächlich gar nicht so viel. Er nimmt mich raus, droppt aber in der Spätstef. Und so kriege ich wieder Amoongus rein. Ich tank immer. Bin wieder für die Spore gegangen. Schläft wieder was ein. Da hat er die Sleep Gloss verwechselt. Hier konnte ich vor Free für eine Sludge Bomb gehen. Kriege auch noch die Poison auf Primarene. Bin dann in Tornadus raus auf die Psychokinese, weil ich war Full HP investiert. Und dann bin ich, meine ich, für Tailwind gegangen, genau. Und dann habe ich einfach in den Tailwind rein Kyurem noch in die Rocks reingeworfen, weil Tornadus ja schläft.
Das heißt, jetzt kann ich einfach Freeze-Dry durchspammen und krieg auch in, er war glaube ich Scarf Brook und hat eine Runde zu früh reingeschickt. Und hätte er Scarf Crook später reingeschickt, hätte er wahrscheinlich noch eine Chance gehabt. So hat er gegen Kyurem im Tailwind verloren, was einfach ein viel, viel zu krasses Set ist. Dazu war ich noch Specs und konnte hier dann meinen Buddy, trotzdem, dass er im Midgame sehr gut predicted hat, 4 zu 0 besiegen, indem ich einfach Kyurem im Tailwind mit den Freeze-Dry durchgespammt habe. So, Spieltag 4. Spieltag 4 war gegen Ninja Keks. Der Kampf hat sich etwas verzögert. Und hier habe ich extrem Probleme mit Rikifalo gehabt. Hatte eigentlich auch einen Plan, aber ob der funktioniert, das seht ihr dann gleich. So, er leadet mit Toxic Wag. Hatte ich einen guten Lead mit Xerox erwischt. Konnte einfach raus U-turnen auf sein Lando. Und bin dann direkt in Kyurem. Gegen sein Team drücke ich auch einfach die Eisattacke. Er hat sich für Spätzdev Cory Knight entschieden, wie wir hier sehen, was den Freeze-Dry mit den Leftovers dann auch ganz gut nimmt. Das heißt, ich gehe sofort in Elizard, er U-turnt stark und geht in Lando. So. Und hier bin ich sicherheitshalber raus, weil ich nicht wusste, ob es Scarf-Lando ist. Wenn es Scarf-Lando ist, habe ich hier gesehen, war er nicht. Dann hätte ich mit Elisab, mit Surfer rausnehmen können. So, hier kriegt er natürlich immer High Dragon rein und ich war AV Xerox, was ein Fehler war. Ich hätte hier für den Flammenwurf scouten müssen, das wollte ich eigentlich auch tun und immer in Pixie gehen. Und den Fehler habe ich gemacht, es nicht zu tun, und dann hatte ich eigentlich den Kampf gegen Trikifalo mehr oder weniger schon verloren. Hier habe ich Lamus weggecrittet, hat aber nicht gemattert, er hätte noch mal rausgehen können. Ich kann einfach immer weiter Hyper Voice drücken. Hier hätte ich eigentlich einfach drin bleiben können. Ah ne, ich war gechoiced, genau. Hab dann ganz knapp getankt und konnte mein Pixie wieder hochheilen. Er hat mir tatsächlich immer genau 50% gemacht. Und dann konnte ich Kyurem in Position bringen, musste halt Corviknight Knight wieder chippen. Und hier habe ich einen Mixed Kyurem gespielt mit nur Eisattacken, weil er keinen vernünftigen Switch-In hat. So, Ice Beam, er drückt Iron Head. Und jetzt kommt der entscheidende Moment. Icicle Spear muss dreimal treffen. Und ich treffe nur zweimal. Und dann habe ich den Kampf an der Stelle verloren gehabt. Quasi schon, weil ich Corviknight kaum mehr breaken kann. Hier wollte ich dann Krebutak, genau, habe auch noch gemisst, den Grabhammer auf High Dragon. Das heißt, da lief es dann wirklich gegen mich, musste dann Pixie sacken. Und dann hat mich im späteren Game dann Toxic Wag vor extreme Probleme gestellt. So, hier habe ich dann mit Hyper Voice Lando predicted. Elizard konnte hier in dem Kampf zum Glück einiges machen. Hier musste ich dann natürlich wieder raus, weil ich gespaxt war. Hier habe ich Crawdunt nochmal reingekriegt. Er ist drin geblieben. Ist mit U-Turn raus, macht mir wieder extrem Damage. Holt High Dragon rein. Der stirbt aber am Aqua-Chat. Das heißt, am Ende habe ich nicht mehr gegen Trikifalo verloren, sondern gegen Toxic Wag. Krebutak bringt mir hier nichts mehr. Muss ihn abwerfen. Und dann muss ich im Palosand. Ich habe gedoubled auf Kyurem. Warum auch immer. Das war hier ein ziemlicher Fehler, weil er dann mein Kyurem rausnimmt. Ja, und dann war der Fight eigentlich vorbei. Ich war mir sicher, dass er hier also vorher rausgeht. Und habe deshalb quasi das Game mehr oder weniger weggeworfen. Ich hatte keinen Scorching Sands drauf. Wäre ich da vorher einfach drin geblieben und hätte nicht gedoubled. Hier habe ich dann noch gecrittet, also hier waren einige Crits dabei.
Palisade hat hier tatsächlich noch mit 1% getankt und konnte Kramer noch. Und dann habe ich gedacht, ich habe noch eine Chance. Dann habe ich gedacht, ich kann es mit Specs Elisard noch gewinnen. Aber wir sehen, er ist Scarf PZ und gewinnt deshalb 1-0. Und wir sehen, ja, es waren einige schlechte Momente von mir dabei. Ich hätte mit Sherrock scouten müssen. Ich hätte mit Palutena drinbleiben müssen auf Toxic Wag. Und natürlich hart matternd, dass der Icicle Spear nur zweimal getroffen hat. Weil dann hätte Kyurem einiges machen können. Ja, er hatte Vacuum Wave auf Toxic Wag, aber die hätte ab der Range eigentlich mich nicht killen können, glaube ich. Das habe ich jetzt nicht gekalkt, weil ich da nicht dran gedacht habe. Aber wir sehen nach 3 Siegen die erste knappe Niederlage mit 1-0, weil ich hier einfach ein paar Fehler gemacht habe. Dann kam Spieltag 5. Spieltag 5 war gegen Skellux und Leo. Hier hatte ich dann mal wieder Kabutops dabei, aber ohne Regen. Der hatte hier eine andere Funktion. Und habe ein Uzasa-Set gespielt, ein besonderes, was ihr dann gleich sehen werdet. Und ich glaube, ich war wieder AV Sherox, weil ich Angst hatte vor irgendwas, was glaube ich nicht dabei war. Aber gehen wir rein. So, er T-Waved hier direkt meinen Hutsasa. Ich wollte keine Screens haben, habe deshalb Klavion schlafen gelegt. Hab Chip aufs Nibuna bekommen und konnte hier, genau war ich darauf vorbereitet, mit Weak Armor Kabutops. Hab dann gerockt. Ich hätte ihn einfach rausnehmen können, aber die Rocks waren in dem Kampf sehr wichtig. Ihr seht ja, er hat sehr viel Hazard Removal oder halt Hazard Schwächen. Hier hat er die Rocks dann nicht mehr wegbekommen, weil Kyurem Specs war, glaube ich, auch wieder. Und ich wollte nicht gegen Snibuna was riskieren. Ne, ich war, glaube ich, nicht Specs. Bin dann in Crawdant auf die Eisattacke, habe direkt Snibuna ausschalten können. In Aegislash bin ich in Amoongus, er greift an mit Close Combat. Er war, glaube ich, Choice Band, was man an dem Schaden sehen kann. So, und dann kam mein Set. Ich wurde geparat, hat nicht gemattert. Ich glaube, ich habe Frischstampfe gedrückt. So, hier sehen wir schon, er subbt, ich drücke Stomping Tantrum. Jetzt greift er an, ich spiele Antifeuerbeeren und Hutsasa. Kommt durch die Fullpara und schalte mit Amoongus Amphira aus. So ein ähnliches Set hat man mal in einer anderen Liga gegen mich gespielt. Hier sehen wir, dass er extrem offensives Tantrag ist, weil er meinen Sherox fast im Alleingang auseinanderbeamt. Ich gehe für Knockoff. Klefki verliert sein Lightlay. Schläft immer noch. Ich U-Turn raus und bekomme wieder Kyurem rein. Er schläft auch noch die dritte Runde, so kann ich auf Power drücken, Klefki ausschalten. Dann kommt Aegislash rein. Earth Power tankt mit 2%, drückt Close Combat und nimmt mich nicht ganz raus. Shadow Sneak killt dann aber. Hier war es wahrscheinlich eine Roll, dass Kyurem wieder nicht killen konnte. Er King Shieldet, macht er gut. Ich gehe auf minus 1. Ändert aber nichts daran. Weil auf Tantrag gehe ich einfach wieder in. Ne, drücke ich Knockoff, weil ich schneller bin. Er verliert seine Specs. Hittet den Focus Blast. Trotz Antikampfwehre tanke ich den nicht mehr. Aber jetzt gehe ich einfach in Heliolisk. Und der Crit hat nicht gemattert. Und gewinne hier wieder 3-0. Das Game habe ich eigentlich ganz clean gespielt. Die Rocks sind die ganze Zeit gelegen, weil er mit. Sie mit Sandslash praktisch nicht wegbekommen hat, weil ich über Momentum Kyurem reinholen konnte. Sandslash hat halt eine miese Spätstef. Das heißt, Kyurem hat hier wieder mehr oder weniger hart zugeschlagen. Leider wegen 2%. Aber nevermind, was soll's. Nach 5 Spieltagen stehen wir also 4-1. Dann kam Spieltag 6 gegen den guten Dodu. Und er hatte eigentlich einen ganz passablen Kyurem-Check mit dabei, nämlich Rotom Frost. Und das Game war auch zum Teil ganz tricky, weil wir sehen hier eine harte Offensive aus Victini, Gengar, Vishu und Sarah Aura.
Ich hatte hier wieder Boreos und Kabutops als Regen mit dabei, weil ich im Regen, glaube ich, sehr Aura outspeeden kann. Aber ob es dazu gekommen ist, sehen wir dann jetzt gleich. Er leadet natürlich mit Sarah Aura, ich mit Kabutops. Genau, ich wollte scouten, ob er Strauchler oder Dings spielt. Er spielt Plasmafist, kein Strauchler. Ich war nämlich Anti-Elektrobären-Kabutops. Hier habe ich sein Rotom Frost toxen können. Dann bin ich auf dem Blizzard in Xerox. Die Situation werden wir nachher gleich nochmal haben. Ich U-turne jetzt raus. Ne, ich drücke erstmal Knockoff. Registeel verliert die Chopperberry. Ich U-turne raus und gehe in Tornadus, weil das der einzig passable Switch-In auch für Registeel war, wenn der Heavy Slam und dergleichen drückt. Ich verschaffe mir hier immer mehr Momentum. So, jetzt sind wir wieder in der Situation. Er geht in Rotom Frost. Ich habe Shadow Ball gedrückt und ihm Damage gemacht. Ich hätte ihn hier killen können. Da war ich mir sicher, er geht wieder für Blizzard. Ich kann Palossand nicht riskieren, aber er wohl switcht, was er hier sehr stark macht. Und dann Victini reinkriegt auf Xerox. So, den V-Create nehmen wir mit Kabutops. Mein Weak Armor aktiviert sich. Ich bin schneller und kann hier mit, kann rocken. Und kann jetzt mit Flip Turn Rotom Frost rausnehmen. Hab immer noch meine Anti-Elektrobeere. Jetzt kommt Gengar rein. Mein Check für Gengar war Xerox. Er spielt hier Black Sludge. Spielt Fire Punch, auch sehr starke Prep. Verliere Xerox wieder früh. Und dann hatte ich wieder Schiss, dass ich gegen Gengar verliere. So, hier ist er rausgegangen. Mien Shao kriegt extrem Damage von der Earth Power. Ich schicke Palossand rein. Er U-turnt, ist Life Orb, geht wieder in Gengar. So, ich muss wieder raus und muss Tornadus reinschicken. Er drückt Shadow Ball, macht mir extrem Damage und ich sehe jetzt wieder die Chance, meinen Tailwind rauszukriegen. Sack Tornadus, aber er hat den Tailwind rausgebracht und das war das einzig Wichtige. Und jetzt kann Kyurem hier wieder 3 Runden Action machen. Er hat kein Protect, das heißt, er kann mein Tailwind nicht stallen. Ich habe noch eine Runde. Victini kommt rein. Earth Power. Victini tankt tatsächlich mit 1%, drückt aber aus irgendeinem Grund Bolt Strike. Zweimal. Ich weiß nicht, er müsste Choice gewesen sein. Ich weiß nicht, warum er hier Bolt Strike drückt. Also, das war, glaube ich, ein Missplay seinerseits. Hier bin ich dann drin geblieben in Gengar, weil ich wusste, ich tanke, wenn er Black Sludge ist und kann mit Earth Power ihn rausnehmen. Dann kommt Sarah Aura. Ich gehe in Palossand. Er drückt Knockoff. Ich habe die Kolbo Berry. Macht kaum Damage. Drückt nochmal Knockoff. Ich drücke Scorching Sands. Er kriegt den Burn. 9%. Tankt nochmal. Macht mir aber noch weniger Damage mit Knockoff. Ich drücke Shore ab, weil er am Burn stirbt. Halt mir Palossand nochmal fit, weil sonst verliere ich vielleicht noch gegen Mien Shao. Er hat nur P-Jab gegen mich. Ich drücke Shadow Ball. Palossand cleant mir das Game. Ich gewinne 4-0. Anti-Elektrobären Kabutops für Sarah Aura habe ich tatsächlich gar nicht gebraucht. Crawdunt war gar nicht auf dem Feld, weil Kyurem und Palossand quasi primär alles geregelt haben. Shirox wieder gestorben und natürlich Tornadus macht mit Tailwind immer so viel Work. Also das war, der war auch absolut insane und somit können wir nach 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieltagen auf 5:1 gehen. Und dann kam Spieltag 7. Letzter Spieltag, die Playoffs waren für mich schon safe und es ging gegen den Zweitplatzierten Shaq und Gabbro mit ihrem Regenteam, wo wir uns gegenseitig gesniped haben. Und das war auch einer der härtesten Kämpfe. Allerdings hatten sie Probleme mit Marite-Lead. Ja, ich habe mir Marite-Lead gepickt und der hat jetzt hier auch noch seinen Einsatz im allerletzten Kampf. Und der war primär dafür da, um Nidoking zu checken. Sie haben keinen Regen mitgebracht, weil Regen gegen mich natürlich ein bisschen kontraproduktiv ist. Ich habe allerdings auch auf Kabutops verzichtet. Elisard war für Zapdos da. Und ich habe ein spezielles Pixie-Set für Kong gespielt. Sie hatten mit Miltank und Bronzong natürlich zwei der besten Kyurem-Checks. Aber Kyurem nimmt halt alles andere. Krebutak auch sehr stark, vor allem mit dem Prius. Und deshalb schauen wir jetzt mal, was da so passiert ist in dem Match. So, da kommt direkt der King Lead und ich leade mit Kyurem. Sie gehen raus im Bronzong.
Ich habe einfach mal einen Draco gedroppt. Sehe hier, dass Bronzong Spätzdef ist. Ich war Specs, das heißt, ich muss raus in Palosand. Sie haben viel mit Defensive und Toxic gespielt. Ich hatte nichts dergleichen dabei. Hab hier natürlich die Chance gesehen zu rocken. Miltank rockt ebenfalls. Ich drücke Scorching Sands, will für den Burn fischen. Und wir sehen, Miltank hat oft nur Body Press gegen mich. Ich bin zwar getoxt, kann mich aber noch so weit gegenheilen. Bin dann, hab gesehen, Life Orb King. Ich war schneller, drück Psychic, sie drücken Flammenwurf. Ich drück nochmal Psychic und schalte tatsächlich mit Marietelit Nidoking aus, weil ich drauf gepreppt war, immer schneller zu sein. Und hab über ein Double habe ich das ganz gut hingekriegt. Hier sehen wir Barracuda teilt harten Damage aus. So, und ich gehe jetzt hier im Pixie. Tempohieb schaltet Kelbutak in der Regel immer aus. So, und ich verliere hier nichts, wenn ich vom Moonblast gehe, weil mein Pixie genau darauf ausgelegt war, Kong, ein Adamant Kong zu outspeeden. Sie gehen hier immer für Momentum, holen so immer wieder Kong rein, der extrem Druck macht. Ich gehe wieder in Pixie. Es kommt wieder der Machpunch. So, und jetzt haben sie lange überlegt, sind drin geblieben. Ich habe outspeeded, drück Moonblast und kille Kong. So, die größte Gefahr gebannt. Jetzt kriegen sie natürlich Barracuda rein. Hier sehe ich, dass er vom Schaden her banded sein muss. Moonblast nimmt ihn leider nicht raus, aber ich kann in Heliolisk gehen und mich so wieder hochheilen. Sie bleiben drin, wollen ihn sacken. Ich gehe für Volt Switch. Sie haben drei Mons verloren, ich noch keins. Kriege Kyurem rein. So, jetzt kommt Bronzong. Jetzt haben sie hier gut gescoutet für den Shadow Ball. Und konnten so nochmal Miltank in Position bringen. Weil ich muss jetzt wieder raus, muss im Palosand, kommt der Body Press, den immunisiere ich. Das Toxic spielt leider gegen mich, sie können Miltank hochheilen. Ich kann auch hochheilen und so geht das jetzt, glaube ich, ein bisschen hin und her. Ich fische für den Burn, den kriege ich auch. Ich merke natürlich, dass das Toxic gegen mich spielt. Das wird jetzt hier alles ein bisschen zäh mit Toxic und Burn und Damage hier. Milk Drink da, sie gehen wieder für Body Press. Sie wollen natürlich einen Switchout nicht zulassen. Ich kann aber drin bleiben, solange ich mit dem Toxic noch... Jetzt gehen sie natürlich für Milk Drink, ich gehe für Shore ab. Das ist jetzt hier alles ein bisschen lästig. Aber jetzt habe ich den Switchout in Orbital gewagt, weil Body Press mir kein Damage macht. 4% vierfach resistet. Zapdos kommt rein, ich gehe einfach für Future Sight. Heliolisk kommt wieder, Zapdos drückt Toxic, hat mich auf Heliolisk wenig gestört, ich war AV, kann mit T-Bolt sehen, dass Zapdos sehr defensiv ist. Future Sight trifft ihn, macht nur 27%, ich muss raus jetzt mit Volt Switch und kann Kyurem in Position bringen, allerdings Whirlwinden sie und kriegen Palosand rein. Der Whirlwind war ein extrem starker Play, weil so können sie Zapdos fit halten. Ich hatte leider kein Toxic dabei, was im Nachhinein ein schwerer Fehler von mir war, um Zapdos überhaupt irgendwie Schaden zu machen. Das heißt, ich muss jetzt hier wieder in Heliolisk raus. Sie roosten sich wieder. Ich sehe, ich mache halt zu wenig Damage, weil ich nicht offensiv bin. Sie Whirlwinden mich raus und dann kommt Orbital rein. Hier habe ich mich entschieden, nochmal zu recovern. Ich wurde hier auch wieder getoxigt. Also sie haben gemerkt, dass sie mit Toxic das auf Dauer vielleicht gewinnen können. Und dann gehen sie mit Volt Switch raus im Bronzer. So, ich bin dann nochmal ge-U-Turned. In Clef gegangen. Body Press nimmt Pixie raus. Und jetzt habe ich aber die Chance wieder gesehen, Krebutak reinzuholen. Mit Krebutak Bronzong immer outspeedet und jetzt kann ich hier einfach rausschallern, Knockoff, zack, Miltank ist geburnt. Future Sight kommt, haben sie wahrscheinlich vergessen, nimmt Miltank raus, Marietelit holt sich zwei Kills. So, hier bin ich wieder in Zapdos, sie nehmen mit Bolt Switch meinen Orbital raus, schicken Bronzong rein. Ich krieg jetzt wieder Crawdant rein und kann praktisch einfach... Genau, ich habe Lichibäre gespielt, um auf plus 1 Attack zu gehen. Bin ich durch die Rocks reingekommen. So, jetzt kommt Aqua Chat. Ich bekomme die Statik.
Sie gehen für Volswitch und nehmen mich raus. Hier hätten sie praktisch auch roosten können. Ich habe überlegt, den Roost zu predikten ganz am Ende. Aber wenn sie mich dann, wenn sie mich dann rausnehmen und ich keinen Chip habe, oder praktisch, wenn sie Volswitch drücken, Crawdon rausnehmen, ich kriege keinen Chip, dann kann sich das Game noch eine Weile ziehen. Sie können auf Kyurem wieder Whirlwinden und je nachdem, was dann reinkommt, kann sein, dass sie das mit Zapdos sogar noch gewinnen können. Das heißt, ich muss immer für Aggro-Chat gehen, weil wenn sie geroostet hätten auf den Aggro-Chat, dann wäre das auch nicht so schlimm gewesen. Ich kann einfach die ganze Zeit immer Aggro-Chat drücken und kriege immer den Chip. Und wenn ich Kyurem, ich hatte eben kein Ice Beam und sonst kann eben Kyurem nicht killen. Haben wir hier auch geschrieben. War eine 50-50 und wie ich gesagt habe, ich muss immer für Aqua Chat gehen, solange bis sie halt angreifen, dass Kyurem halt dann immer die Range hält und wenn nicht, das halt dann Elisard mit T-Bolt, weil ich halt immer outspeede. Das heißt, ich muss immer chippen, weil wenn ich nicht chippe, verliere ich halt wahrscheinlich noch in einem, keine Ahnung, 50, 80 Runden Turn-Fight oder sowas. So, das heißt, wir sind als Gruppenerster mit 18 Punkten 7 zu 1 in die, oder? Ne, 6 zu 1, Entschuldigung. 6 zu 1 in die Playoffs eingezogen und im Halbfinale ging es gegen den Mann, der uns im einzigen Ligaspiel besiegen konnte. Er hat sich einen sehr guten Kyurem-Check reingepickt, nämlich Cavalanzas. Ich habe zu dem Zeitpunkt Marie Telit und Costoso ausgetauscht, weil Vishu frei war. Ich wollte eigentlich Vishu wieder haben, schon am Anfang haben. Der wurde mir dann aber gesniped, musste Costoso holen und habe Marie Telit gegen Selfie ausgetauscht. So, Halbfinale gegen Ninja Keks. Er hat sich Fini reingeholt, Jirachi reingeholt und Cavalanzas reingeholt. Dafür hat er, was waren da sonst noch in Dings 1 dabei? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Kramor hat er ausgetauscht, genau, gegen Jirachi. Aber wir sehen, ich denke, ich habe, Vishu war hier dann doch ziemlich wichtig, vor allem, weil Cavalanzas für mich sonst schwierig zu bezwingen gewesen wäre. Ich habe hier mich immer für ein Xerox-Lead entschieden. Er protected direkt auf meinen Knock. Aber ich kann hier einfach immer weiter Knock drücken. Krieg von Fini direkt das Item weg. Und wir haben hier die Specs gesehen. So, jetzt gehe ich in Heliolisk. Ich war Silk Scarf, weil ich, ich glaube, das war da, wo ich zum Teil Sonne spielen wollte und Solarkraft gespielt habe. Also das war, da habe ich mir was ganz Weirdes überlegt. Erwischt mit Raji, kriegt hier sein Escavalier rein, was auf Palossand für mich ganz gut ist, weil ich kann mit Scorching Sands und durch das, dass ich die Colberberry habe, immer für den Burn fischen. Hier geht er wieder auf Raji raus, ich gehe weiter für Scorching Sands. Er protected wieder, ich gehe noch wieder für Scorching Sands und kann so immer erwischt. Ich kann also immer weiter Chip verteilen. Wenn er jetzt rausgeht, wischt er sich was anderes hoch. Ich habe mich jetzt entschieden, rauszugehen auf sein Protect. Um ein Xerox. Er protectet jetzt wieder. Ich gehe für U-Turn, die blockt er ab. So. Er geht für Feuerschlag. Ich habe mich diesmal mit Anti-Feuerbeere vorbereitet. Die war aber eigentlich für was anderes gedacht. Ich weiß nur nicht mehr, für was. Ich glaube, das war gar nicht dabei. Hab die Karte alle gar nicht mehr so genau im Kopf. Aber hab dann halt für mich die Gelegenheit gesehen, Vien Chao reinzukriegen. So, U-Turn raus auf Fini. Ich bin Life Orb, gehe wieder in Heliolisk. T-Bolt, Fini weg. Weil offensiv. So, Toxicroak. Hier kriege ich immer Palossand rein. Vacuum Wave immunisiert. Clutch Bomb macht kaum Damage. Hier hat er, glaube ich, festgestellt, dass er dann in
ein Missplay gemacht hat. Ich weiß ja gar nicht, warum er auf Sludge Bomb bleibt. Scheint der einzige Move gewesen zu sein, den er gegen mich hat. So konnte ich das Mon ausschalten, das mich in der Hinrunde halb zerlegt hat. In Scorlipede kann ich eigentlich auch drin bleiben, weil ich habe sonst keinen richtigen Switch in. Er geht für EQ, macht auf plus 2 kaum Damage. Ich gehe für Scorching Sands und krieg hier den Burn, was natürlich sehr gut für mich ist. Er kann gern weiter SDen, ich schalte ihn einfach aus. Aber selbst hätte ich den Burn nicht gekriegt, hätte er mich wohl nicht killen können. Escavalier kann ich auch drin bleiben. Also ihr seht, Palossand macht hier in dem Matchup so viel Work, weil der halt ein Check für alles ist. Der Burn auf Cavalanzas war natürlich auch nochmal sehr gut für mich. Ich kann ja einfach immer drin bleiben, weil der Nock kein Damage macht. Er kann sich nicht heilen, das heißt, ich muss ihn einfach nur... Ich war dann hier auch ein bisschen ekelhaft, immer mit Shore Up, aber ich musste mir Palossand einfach fit halten. Ich konnte Scorching Sands, hier wusste ich, dass er am Burn stirbt, das heißt, ich gehe nochmal für Shore Up. Hier war er dann etwas pissed, weil er gemeint hat, er hätte die absolute Min-Roll bekommen. Hat er auch, aber er killt mich auch nur mit absoluter Max-Roll. Er war gechoiced. Der Burn und der Crit hat vielleicht ein bisschen gemattert. Der Burn nicht. Also hier hatte ich das Glück, was mir im Ligakampf gefehlt hat, hatte ich jetzt hier ein bisschen mehr. Hab aber trotz allem das, finde ich, ganz clean gespielt. Hier auf dem Protect habe ich einfach mal Knockoff gedrückt. Den kann ich auch einfach durchspammen. Er verliert seine Lefties. Feuerschlag. Er hat offensichtlich keine Psycho-Attacke. Ich kille mit U-Turn. Gehe in Sherox. PZ kommt rein. Frisst Rocks Damage 13%. Ich gehe für Bullet Punch. Und gewinne 6:0. Er ist dann auch sofort nach dem Kampf verlassen. Also er war ziemlich pissed. Ja. Aber wie gesagt, das Glück, was er ein bisschen hatte in der Liga-Runde und hatte ich halt jetzt hier durch das, dass ich einen Burn und einen Crit bekommen habe, wobei der Crit für mich auf PZ nicht mattert, weil Sherox immer mit Bullet Punch killt am Ende. Das heißt, ich konnte mir hier mit einem cleanen 6:0 den Finaleinzug sichern gegen Shaq und Garpro, gegen die wir den letzten Spieltag hatten. Und ihr seht schon, sie haben nur einen Mon getauscht. Sie haben diesmal Eggy Slash dabei anstatt... was war denn da dabei vorher in dem Ligakampf? Bronzong Miltank war dabei, King war dabei. Gucken wir nochmal schnell rein. Gibt's da nicht. Barakifa, genau, auf den haben sie diesmal verzichtet. Ich habe auf Elisard verzichtet, tatsächlich, habe aber Selfie mitgenommen. Am Anfang war ich in dem Match, das starten wir jetzt einfach mal, Wishu ist auch wieder dabei. Ich habe auf Palossand auch diesmal verzichtet, weil halt Duengard da ist und ja, der auch im ersten Kampf. Ich habe den diesmal einfach nicht so gesehen. Offensives Zapdos hatte ich keine Angst, das heißt, ich brauchte nicht unbedingt. Ja, wir gehen rein. Sie leaden direkt mit Zapdos, was der einzig schlechte Lead für Selfie ist. Aber ich konnte hier for free rocken. Die Toxic hat mich nicht so gestört. Hier hätte ich vielleicht anstatt der Heal Bell direkt für Foulplay gehen sollen, weil meine Strategie war, Durengard rauszunehmen. Auch wenn er Weakness Policy ist. Ich war Anti-Geisperre und er geht hier aber für Iron Head. Eigentlich war für mich da immer Shadow Claw the Play. Das heißt, ich habe sehr früh meinen Nidoking Check verloren und Durengard steht immer noch da. Das Gute ist jetzt hier, sie gehen weiter für den Damage. Ich gehe für Shadow Ball, weil das immer mein Play ist und schalte halt Durengard trotzdem aus. Aber ich habe ein angedamagedes Curem, mein Nidoking Switchin ist tot. Sie schlagen mir die Anti-Normalbeere ab, weil sie im ersten Kampf schon keinen P-Jab gespielt haben. Dann haben sie natürlich einen Switch-Up predicted. Ich kann immer vom Moonblast gehen, war wieder auf Kong gepreppt. Allerdings habe ich mir gedacht, dass sie das diesmal vielleicht ein bisschen anders spielen. Hier bin ich für Knockoff, weil ich mir dachte, wenn sie so drin bleiben, haben sie die Choppelberry. Mien Shao kriegt hier richtig Damage, aber ich kann tatsächlich Miltanks sehr früh ausschalten. Wir haben für den Kampf 1,5 Stunden gebraucht, obwohl ihr gleich seht, dass er von den Turns her wirklich recht
zügig vonstatten geht. Hier bin ich für Mach Punch und hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Kong war ihre Wincon. Ich habe überlegt, für U-Turn zu gehen, bin aber für Dual Wingbeat. Zapdos kommt rein, ich krieg die Para. Ich hätte hier immer U-Turnen müssen. Und das hat mein Sherox leider etwas nutzlos gemacht. Sie können sich wieder hochheilen. Ich gehe für Knock. Sie haben Safety Goggles, sie haben mit Hutsasa gerechnet. Deshalb ist gut, dass die Rocks liegen. Sie spielen offensichtlich keinen Defog. Ich kann raus U-Turnen, mache neutralen Damage, kriege Curem rein und kann einfach mal Freestyle rausschallern. Sie tanken allerdings und gehen für Whirlwind, was bei Rocks schlecht ist. Und dann kommt auch noch Sherox rein. Das heißt, ich hatte das Gefühl, ich war hier doch ziemlich behind. Bin wieder für U-Turn, habe nochmal Curem reingeholt und habe mit den letzten 6% Zapdos killen können. Zapdos war ein sehr großes Problem für mich. Ich finde nicht, dass sie den hätten so früh abwerfen müssen. Kong nimmt mich ja einfach raus. So, und jetzt bin ich hier wieder im Pixie. Sie sind wieder raus. Ich gehe einfach vom Moonblast und da kommt King rein. So. Und jetzt habe ich ein Problem. Ich habe überlegt, für Teleport zu gehen, aber wenn sie Fassade drücken, ja, da kommt der Predict auf Sherox, aber ich wollte Sherox sowieso abwerfen. So, jetzt kriege ich Crawdown rein. Aqua Chat killt immer. Ich muss auch für Aqua Chat gehen, weil wenn ich hier predikte und sie schalten mich aus, ja. Sie gehen allerdings für Toxic. Ich war hier mit Choppleberry eigentlich drauf, fixiert auch drin zu bleiben gegen Dings, um Dragon Dance zu drücken. Allerdings habe ich die Situation gesehen, mir die aufzusparen, mir Yanchao reinzukriegen, weil der mit CC immer killt. Allerdings nehmen sie dann raus. Ich habe mich dafür entschieden, den zu sacken, weil ich mit Yanchao das Game nicht gewinne. Hier habe ich einen riskanten Play gemacht, wo jeder dachte, sie haben das Game jetzt gewonnen. Aber ich habe festgestellt, dass ich mit Pixie niemals gegen King gewinne und ich hatte Angst vor Full HP Kong. Hier tanke ich mit Mach Punch, drück Grabhammer, der an der Stelle immer killt. So, dann kommt King rein. Ich habe 14%. Sie gehen für Sucker Punch. Ich tank mit 2, was auch die Max Roll. Max Roll wäre, glaube ich, 13 gewesen und Aqua Chat killt immer. Das heißt, ich gehe hier mit einem arschknappen Match, mit einem 2% Crawdant raus. Der Sucker ist mir viel zu spät eingefallen. Das heißt, ich hätte ja noch auf die Schnauze fallen können, weil ich Mienschau abgeworfen habe. Habe mich aber dafür entschieden, eben, dass ich mit Mienschau das Game nicht gewinne, als ich den Sacker nicht im Kopf hatte. Habe den drum gegen Bronzong gesackt und habe den riskanten Play gegen Kong gemacht. Krebutak war immer mein Play, weil der mehr Druck macht. Aber wenn ich halt für Grabhammer gehe und der killt nicht und sie gehen für Fassade, sterbe ich und habe verloren gegen King. Das heißt, ich muss, wenn sie halt Full HP sind, weil sie halt vom Ligakampf wissen, dass ich mit Pixie gepreppt bin und sie gepreppt war und sie vielleicht deshalb einfach für Full HP gehen. Und dann war Grabhammer eine Roll. Das heißt, ich muss in Pixie, sie haben auch die Fassade gedrückt und dann eben mit Mach Punch. Durch das Fassade eben nicht gekillt hat, habe ich zweimal Burn Damage drauf gekriegt. Der Kong immer in die Range bringt, dass Grabhammer killt. Ja, dann darf ich halt nicht missen. Und dann muss er Mach Punch drücken, weil ich immer für Grabhammer gehen kann. Mach Punch tanke ich durch die Beere und dann gewinne ich halt immer gegen King mit Aqua Chat. Das heißt, wenn ich da drin geblieben wäre und der Grabhammer nicht gekillt hätte, hätte ich halt verloren gehabt. Das heißt, ich musste das eingehen und ohne auf Differenz zu spielen und Pixie abwerfen und konnte mir so meinen ersten Liga-Sieg sichern in einem Kampf, der 29 Turns ging und knappe 2 Stunden gedauert hat. GG an alle, die in der Liga mitgemacht haben. GG auch an Ligaleiter Yoshi. Ja, wir sind jetzt genau bei den angesagten 45-50 Minuten. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Ich konnte mit nur einer Niederlage aus der Liga rausgehen. Curem hat mit Abstand die meisten Kills geholt. Meine Playoff-Switches waren mit den 2, die ich gemacht habe, ganz gut, auch wenn Yuxi leider kein großes Work machen konnte. Bitte schreibt in die Kommentare, ob ihr zukünftig meine SD-Battles mit Live-Commentary haben wollt oder ob ich sie nachkommentieren soll oder ob ich das so machen soll wie hier. Je nachdem, wie ihr das Ganze haben wollt, bin ich da natürlich auch offen, das aufzunehmen oder
Entsprechend werde ich es wahrscheinlich eher nachkommentieren, weil ich festgestellt habe, dass nachkommentieren gerade bei SD ein bisschen leichter ist. Und dann kann ich auch meine Plays nochmal erklären. Das war jetzt natürlich hier alles eine Weile her. Aber wenn ich den Kampf nachkommentiere, kann ich mal Pause drücken, meine Plays genauer erklären. Und ich möchte mich während dem Kampf ganz gern konzentrieren. Das fällt mir auch in-game immer ein bisschen schwer. Aber ja, wenn ihr das sehen wollt, schreibt es bitte in die Kommentare, gebt mir Bescheid, lasst mich es wissen. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Kleine 50 Minuten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin macht's gut und ciao.